Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Herzlich willkommen bei uns am Grillplatz. Herzlich willkommen zum 10.000 Abonnenten-Special. Ich danke euch ganz sakrisch von Herzen. Es kamen so viele Gratulationen, so viele Glückwünsche jetzt schon zum 10.000 Abonnenten-Spezialfall für uns. Das ist schon echt wahr. 10.000 ist schon eine Hausnummer und das müssen wir natürlich gebührend feiern. Wir haben euch ein besonderes Video versprochen. Ein besonderes Video wird es geben, nämlich den Burger hier. Biber Burger, Spargel, Erdbeerchutney, geile Kartoffeln und noch das ein oder andere Gespräch über die Jagd mit meinem Freund Karl hier. Lasst euch überraschen, nach dem Intro geht's los. So Freunde, da liegt es jetzt auch schon. Ja. Unser Biberfleisch, das wir gleich noch wolfen müssen. Außerdem brauchen wir Parmesan, Erdbeeren, Schalotten, Knoblauch, Spargel. Hier haben wir Lardo, jede Menge Kräuter, Bärlauch etc., Thymian, Petersilie und so weiter. Ne? Olivenöl, Orangensaft, schöne Gemüsezwiebeln, Walnüsse, eine Zitrone, eine Limette, Honig, guten Pfeffer, Tomaten. Aus dem Brötchen machen wir den Burger heute und Kartoffeln. Ne? Der hat es schon richtig eilig, der Spargel, deswegen fangen wir auch direkt an. Freunde, was ist besser geeignet für ein 10.000 Abonnenten-Special als einmal ein besonderes Stück Fleisch? Und das haben wir heute auf dem Tisch, auf dem Grill später. Und wem haben wir das zum Verdanken? Ihm hier, meinem Freund Karl, der Jäger. Der wird uns nachher natürlich noch einiges zum Biber erzählen, warum wir überhaupt ein Naturschutz- oder naturgeschütztes Tier auf dem Teller liegen haben, wie man da unter Umständen drankommt, warum das überhaupt geschossen worden ist. Doch, das erfahren wir heute alles und natürlich lecker gegrillt wird auch noch. Als erstes müssen wir natürlich unser Hackfleisch wolfen, da werde ich jetzt der Lardo schneiden. Und dass der Karl jetzt so ohne Arbeit da rumsteht, haben wir hier ein bisschen Andaliman-Pfeffer, den darf er ein bisschen mörsern. Na, die Oberarm dazu hat er. Ja, jetzt wolfen wir das Ganze, das machen wir ohne euch, das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Und danach wird es interessant, weil danach kommt er mal zu Wort. Freunde, auf unseren Burger kommt heute ja ein bisschen der Frühlingspesto drauf. Das fange ich jetzt einfach mal nebenzu an herzustellen. Dafür schneide ich das ganze Zeug klein. Ein bisschen Mörsern wird mit im Spiel sein. Und Karl, dem gebe ich jetzt einmal die Chance, euch zu erklären, wieso man heutzutage ein geschütztes Tier überhaupt bejagt und wie man dann nur auf die Idee kommt, das Tier zu essen. Karl. Also, wir haben den Biber auf Antrag vom Landratsamt entnommen. Um einen Biber zu entnehmen, braucht man einen speziellen Lehrgang als Jäger. Also nicht jeder Jagdscheininhaber darf gleichzeitig auch einen Biber entnehmen. Da muss man einen Lehrgang machen, der geht übers Wochenende. Und ja, den Biber haben wir entnommen, weil einige Grundstückseigentümer im Revier immer mehr Schäden vom Biber gehabt haben. Also der Biber hat massiv aufgestaut und somit landwirtschaftliche Flächen komplett unter Wasser gesetzt. Und da wir bei uns so einen hohen Biberbestand haben, haben wir vom Landratsamt die Genehmigung bekommen, einige Biber zu entnehmen. Wie ist denn das? Warum ist denn der überhaupt geschützt worden nochmal? Weil irgendwann muss ja mal was passiert sein. Früher hat man den doch gejagt wie Sand am Meer, ne? Genau, also der Biber war einerseits sehr begehrt wegen seinem Fell. War früher sogar Zahlungsmittel. Und wurden sogar Kriege geführt deswegen in Nordamerika. Und zweiter Grund, der Biber durfte man während der Fastenzeit essen. Der Biber galt nämlich damals als Fisch. Ja, das habe ich mal gelesen, das war ein Papstdekret damals im Mittelalter, wo gesagt hat, der Fisch, Schmarrn, der Biber ist ein Wasserlebewesen, das darf man dann ab hinten, glaube ich. Genau. Ab den Hinterläufen durfte man den dann sogar in der Fastenzeit essen. Das ist eine Fastenzeitidee, die sogar mitmachen. Freunde, mehr vom Biber erzählt euch gleich. Wir haben Spaß, wie ihr sehen könnt. Ne? Das Pesto ist fertig, das ist auch schon für gut befunden worden. Ich habe es nicht probiert, aber alle anderen sagen geil. Also packen wir es in den Kühlschrank. Ich
schalte jetzt mal ganz geschwind den Grill an, den Träger. Für den habe ich mich entschieden, für die Beilagen, für die Kartoffeln und für die Spargel 180 Grad. Da heize ich den jetzt einmal vor. Und der Karl kann schon mal Spargel schälen. Ich kümmere mich gleich um die Kartoffeln. Ihr schaut einfach mal zu. Freunde, die Kartoffeln, da machen wir gar nicht viel Heckmeck. Die lassen wir so, wie sie sind, gewaschen in Schale. Schneiden die einfach klein. Ja. Und dann geben wir die in eine Pfanne. Und gut, der ist ganz schön breit. Da muss ich den Bauch einziehen, dass ich an der eigenen Grillplatz kann. Danke. Wie wird man denn Biberbeauftragter Jäger? Also wie gesagt, ich habe meinen Biberschein, meinen Biberlehrgang damals in der Jagdschule, in der Landesjagdschule in Feldkirch gemacht, bei München. Ja, der Kurs ging über 2 Tage. Und dann ist man Biberbeauftragter. Und was ist es da so Besonderes im Vergleich zu den restlichen Jagdsituationen auf Schalenwild, auf Rehe, auf Rotwild etc., dass man beim Biber was Spezielles braucht? Kann das nicht jeder Jäger auf Antrag vom Landratsamt entnehmen, das Tier? Nee, wie gesagt, du brauchst diesen Schein, um das machen zu dürfen. Der Biber untersteht ja dem Naturschutzrecht und nicht dem Jagdrecht. Okay. Genau. Heißt, du lernst da ganz spezielle Verhaltens- und Gesetzesregelungen, um eben weitgerecht zu erlegen. Genau. Okay. Und du vermittelst auch ein bisschen zwischen der Landwirtschaft. Also es ist ja nicht, der Biber ist ja eigentlich auch eine Bereicherung für unsere Flora und für unsere Fauna, weil durch das Aufstauen von Gewässer schafft der Biber auch neuen Lebensraum. Also da, wo der Biber ist, gibt es auch mehr Tiere. Okay. Also Biber. Aber es gibt Situationen, wo er halt einfach zur Gefahr wird. Genau, und jetzt in dem Fall bei uns haben wir einfach so einen dichten Überbesatz von Biber, weil der Biber bei uns gar keinen natürlichen Feinde mehr hat und musste da jetzt einfach entnommen werden. Weil der hat landwirtschaftliche Flächen in Hektarweise aufgestaut. Okay. Und es gibt natürlich Menschen, die sagen, muss man alles essen, aber ich finde schon, wenn man das Tier der Natur schon entnimmt, denke ich, muss man da schon auch einmal ja, essen und dem Tier dadurch auch ein bisschen Ehre zukommen lassen. Oder genau. Siehst du das anders? Nee, vor allem ich als Jäger versuche natürlich alles zu verwerten, was man der Natur entnimmt. Und wie gesagt, mehr Bio geht nicht. Und früher hat man den Biber auch schon gegessen. Und wenn man jetzt entnimmt, warum soll man dann auch nicht essen? Weil wir jagen auch nicht für die Tonne. Wenn ihr Fragen an der Karl habt, wie beim letzten Video auch schon, ne, schreibt es unten in die Kommentare. Karl liest mit und beantwortet eure Fragen. Jetzt ist aber erstmal Spargel an der Reihe, Kartoffeln. Und da schaut er jetzt mal genauer hin. Der Karl kommt später wieder. Steht er gerade mal abhauen, ne? Dabei habe ich einen richtigen Job für ihn, wenn er schon mitmacht. Die holzigen Ende kannst du nur abschneiden und dann legst du da einfach da rein. Prise Salz, Prise Zucker gebe ich dir. Hast du mir ein Messer? Ah, nee, da. Ja, nimmst das. Salz gebe ich ihm, sage ich, ne? Muss ich erstmal finden. Zucker genauso. Ihr seht, wie ihr sehen könnt, ist der Träger gerade am Hochfahren. Ne? Er fängt so richtig das Qualmen an. Ich stehe auf diesen Pelletgeruch beim Anbrennen. Da hast du dann Zucker, da hast du Salz. Was ich mache, ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen Olivenöl, ordentlicher Olivenöl über die Kartoffeln, Salz und Pfeffer, die. Und das war's dann schon mal. Noch Mist. Willst du im Ganzen haben? Im Ganzen, oder? Im Ganzen, ja. Die geben wir im Ganzen da drauf. Wie gesagt, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker drüber. Dann legen wir noch eine Zitronenscheibe drauf. Packen den ein, dass der nämlich richtig schön in der Alufolie dünsten kann. Den grünen Spargel, den kannst du aber auf der heiße Rost legen. Der weiße Spargel, den tät ich im Grill auch immer dünsten. Ja, wie im Topf. Da legen wir jetzt ein bisschen Butter drauf. Ja. Mehr brauchen wir gar nicht. Reicht auch schon. 2 Scheiben Zitronen. Und so packt man den jetzt richtig schön ein, wie ein Bonbon. Nein, geht nicht. Brauchen wir noch eine 2. Lage. Das machen wir jetzt auch noch geschwind. Ja, und dann kommt das Zeug schon auf den Grill. Ja, Kai, was hältst du davon? Jetzt machen wir mal die Kartoffeln auf den Grill und dann kümmern wir uns mal um das Erdbeerchutney. Sehr gern. Ja, dann Attacke. Ab an den Grill, Freunde. Das lassen wir jetzt 1 Stunde da drin und ungefähr nach 30 Minuten geben wir den Spargel dazu. Und so lange haben wir jetzt Zeit für unser Chutney.
Das wird auch total easy. Wir machen ein richtig geiles Erdbeer-Chutney, passend zum Spargel. Und da würde ich dir jetzt die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die Tomaten klein zu schneiden. Mhm. Halbiert oder wie willst du haben? Vor allem die Tomaten. Vor allem die Tomaten. Das habe ich dran gekriegt. Das Rote sind die Erdbeeren, mein Freund. Die machen wir ins Erdbeer-Chutney. Die schneidest du jetzt einfach in kleine Würfelchen. Und ich hack dabei die Schalotte. Machen wir. Schön macht er das, oder? Voll in seinem Element. Karl, wann bist du zur Jagd gekommen? Erzähl mal. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Haben wir schon mal gehabt, aber vielleicht haben die Leute das einfach nicht gesehen, das Video. Ich verlinke es euch einmal, könnt ihr euch auch anschauen. Da war ein leckerer Burger mit Hirsch. Stimmt gar nicht, Reh war es. Entschuldigung, ein Rehbock ist gewesen. Verlinke ich euch einmal da oben. Aber du kannst es ja noch einmal erzählen. Das war damals, ist jetzt auch schon über 4 Jahre her, war ich mit meinem guten Freund Dirk auf der Jagd. Und wie gesagt, das war so ein schöner Abend. Gesehen haben wir viel Fuchs, Dachs, Hase, Reh. Und am nächsten Tag war es passiert und ich habe mich in der Jagdschule angemeldet. Also spontan? Spontan. Ich wollte früher immer Förster werden. Als Kind viel Forsthaus Falkenau angeschaut. Und leider etwas zu faul in der Schule gewesen. Naja, ich habe immer die Schwarzwaldklinik gesehen und bin auch kein Arzt geworden. Ne? Hilft ja nichts. Sobald das jetzt fertig geschnitten ist, das ist ja gleich passiert, können wir mit Dutch Oven, also mit dem Chutney machen, starten. Dazu mache ich hier mal das nette Kochfeld an, lasse den richtig heiß werden. So, da geben wir unsere klein gehackte Schalotte rein. Na, das geht übrigens auch ohne Jörgomat 2000. Und die Hälfte unserer Erdbeeren. Warum denn nur die Hälfte? Die kochen wir jetzt richtig weich. Die würden dann einfach später keine Konstanz mehr haben im Mund. Die wirst du nicht mehr spüren. Und damit man ein bisschen was im Mund hat, geben wir das dann später mit dazu. Außerdem geben wir sämtliche Flüssigkeiten dazu. Also sprich den Orangensaft, den Weinessig, ungefähr 1:1. Salz und Pfeffer tun wir noch mit rein. Da seid ihr jetzt einmal ein bisschen vorsichtig. Lieber später noch einmal nachwürzen. Wir wollen ja ein Erdbeer-Chutney und kein Salz-Pfeffer-Zeug. Ne? Der Zucker kommt auch gleich noch mit rein. So, Zucker noch dazu als Gegenspieler zum Essig. Und dann verrühren wir das jetzt einfach mal. Lassen das schön karamellisieren. Eventuell müssen wir noch mit Orangensaft nachgießen, aber das sehen wir gleich. Ja, ich nutze das wieder schamlos aus. Wir lassen natürlich keine Zeit verstreichen. Ja, da hockt unsere Amsel wieder. Das ist jetzt das Hackfleisch. Ihr erinnert euch, das Pfefferzeug, das war da schon drin. Da geben wir jetzt nur noch einen schönen Wildkräutersalz da rein. So, mehr nicht. Wir wollen ja den Geschmack nicht zu arg verfälschen. Das darf der Karl jetzt einfach einmal homogen kneten. Und da formen wir unsere Patties. In den Kühlschrank geben wir es jetzt nicht mehr. Das darf ruhig ein bisschen auf Temperatur kommen. Ähnlich zu handeln wie Rindfleisch. So behandeln wir das aus. Auch frischer kann es eigentlich nicht sein. Ja, dann hier Attacke. Und wir schauen in den Topf. Wenn ihr da jetzt reinschaut, seht ihr es auch schön, was wir gerade vorher angesprochen haben. Die ganzen Erdbeeren, die sind jetzt total verkocht. Das ist nur mal viel Konsistenz, sagt der Flo mir gerade. Ja, das lassen wir jetzt noch ein bisschen einkochen, dann geben wir die restlichen Erdbeeren da dazu. Ja, und dann haben wir es schon. Dann ist unser Chutney auch fertig und wir warten auf die Burger Patties. Wir sind wieder zurück am Brett. Ich mache dir mal Platz auf dem Brett. Jetzt formen wir nämlich unsere Biber Burger. Freunde, Biber ist tatsächlich schwer zu kriegen. Also, du darfst das nicht vermarkten, du darfst ihn zwar entnehmen und darfst ihn verwerten, aber vermarkten darfst du nicht, hat er ja gerade vorher erklärt. Macht das mit Rind. Man muss das nicht unbedingt mit Biber machen, das ist auch mit Rind geil. Da formt er einfach gleich große Patties. Auf dem Grill drücken wir sie uns nachher noch ein bisschen flach und schön, ja, dass sie auch richtig schön Röstaromen kriegen, dass sie innen schön rosa werden. Es wird richtig geil. Also ich freue mich schon tierisch drauf. Du auch? Ja, ich bin sehr gespannt. Hast du schon mal? Oder ist es auch dein erstes Mal? Sagen wir so, das ist jetzt Premiere. Ich habe schon mal Biber gegessen in einem Gulasch. Hat geschmeckt wie Rindfleisch, aber ein Burger ist es jetzt bei mir auch Premiere. Okay. Ja, ich habe gelesen, dass das tatsächlich irgendwo so in Richtung Reh gehen soll. Ja, also wir lassen uns überraschen. Ne? Genau. Ja. Wenn ihr das fertig habt, dann sind wir eigentlich schon so weit, dass wir an den Grill gehen können. Dann schauen wir mal auf die Uhr. Na, 20 Minuten brauchen wir noch wegen den Kartoffeln. So lange kann das ruhig jetzt einmal auf Zimmertemperatur kommen, beziehungsweise auf Gartentemperatur. Und dann geht's schon weiter. 30 Minuten haben wir die Kartoffeln da jetzt drin. Da kommt jetzt der Spargel mit dazu. Der Karl überlegt sich schon die Antwort auf die nächste Frage.
die ihr noch gar nicht kennt. Die stelle ich nämlich gleich. Lasst euch überraschen. Und jetzt brauchen wir nochmal 30 Minuten, dann können wir schon essen. Aber das schaut schon mal recht ordentlich aus. Kartoffeln nehmen schon langsam Farbe an. Geil wär's. Wir müssen jetzt noch ganz schnell hauchdünne Zwiebelscheiben und Tomatenscheiben für die Burger herrichten. Das machen wir auch wieder so nebenzu. Karl, was würdest du jemandem mitgeben auf den Weg, der sich für die Jagd interessiert, aber noch am Zweifeln ist? Also ich würde mal bei einem bekannten Jäger nachfragen, ob man vielleicht einfach mal mitgehen darf. Sich das Ganze einfach mal anschauen und dann sich selber ein Bild machen. Und dann, denke ich, ist die Entscheidung relativ klar, ob man es machen will oder nicht. Wie war denn das bei dir eigentlich? Ich weiß es schon. Vielleicht willst du es ja unseren Zuschauern mal mitteilen. Wie war das bei dir das erste Mal alleine draußen? Was geht da so für ein Gefühlskarussell los? Also, schwierig. Jeder hat eine andere Empfindung dafür, aber bei mir war das so, ich war draußen und dann ist natürlich erstmal, da kamen dann zwei Rehe und dann ist natürlich erstmal, ist es überhaupt das richtige Stück? Passt das Stück? Kann man schießen? Und dann hat man die Entscheidung getroffen und man schießt, irgendwann schießt man halt dann auch. Und dann liegt das Stück Rehwild bei mir, in meinem Fall zumindest. Und man freut sich erstmal, dass der Schuss alles passt hat. Und bei mir war es dann so, ich bin dann ein Stück hingelaufen und da lag dann der Rehbock und war ziemlich hart, weil ich muss gestehen, die ein oder andere Träne ist dann schon gekommen und ich habe schon gezweifelt, ob das wirklich das Richtige ist für mich. Du hast dich ja dafür entschieden, das weiterhin zu betreiben. Warum? Und genau. Bereust es? Nein, also ich bereue es auf keinen Fall, weil man ist selber für sein Fleisch verantwortlich. Man weiß, wo es herkommt. Und das ist ja wieder so eine Sache, du gehst in den Supermarkt und kaufst dir ein Stück Fleisch und weißt überhaupt nicht, wie hat das Tier gelebt, ging es dem Tier gut, ging es dem Tier schlecht. Und natürlich, wenn man jetzt in den Supermarkt geht, ist es meistens nicht so tolles Fleisch. Aber wenn du natürlich selber Verantwortung übernimmst und dein Fleisch aus dem Wald beziehst, weißt du halt einfach, das Reh in dem Fall hat ein gutes Leben gehabt, dann hat es geknallt und dann war rum und Bestfall. Im besten Fall und es hat weiter kein Leid erfahren. Ja, wir schneiden weiter und eine Runde haben wir nachher noch mit dem Karl. Denkt dran, Kommentare unten, ne? Er beantwortet es. Ihr habt Fragen an den Jäger, da steht einer, der beantwortet. Unten Kommentare reinballern. Tomaten, Zwiebeln und dann geht's schon gleich an den Grill. Jetzt haben wir noch genau 13 Minuten auf der Uhr stehen, bis unsere Beilagen fertig sind. Mhm. Heißt, wir machen unsere Burger. Die haben wir jetzt ein bisschen platt gemacht, da werden sie breiter, weil auf dem Grill werden die sich wie jeder andere Burger genauso zusammenziehen. Dann haben wir einen schönen Wurzelsemmel dazu und dann, die sagen, wir legen jetzt einmal zwei auf, für uns zwei. Genau. Und den Rest grillen wir dann, wenn wir fertig sind, damit die anderen auch warm essen können. Wir haben uns jetzt einmal für die Burger Patties für den Bastard Keramikgrill entschieden. Der läuft gerade auf 280 Grad, also relativ heiß. Direkt, da ist nichts Indirektes drin, da geben wir das Zeug jetzt drauf. Magst du das bringen? Grillen haben wir das Ganze jetzt einfach einmal wie Rindfleisch-Patties 90 Sekunden, dann drehen wir es um 90 Grad, 90 Sekunden, drehen es einmal um, 90 Sekunden und drehen es wieder und schon sind wir fertig, theoretisch. Schauen wir mal, ob das auch so ist. Freunde, eins haben wir noch vergessen, aber das macht nichts, das ist gleich passiert. Wir brauchen noch eine Minzmayo. Dafür habe ich jetzt hier Mayo in meinem Schüsselchen. Den Saft einer weiteren halben Limette brauchen wir noch. Ja. Und Minze, ne? Sonst wäre es kein Minzmayo. Die hacken wir uns jetzt noch klein. Geben die da rein. Der Karl kämpft mit dem Fleisch dabei. Also, ihr seht, Teamwork. Teamwork ist alles. Dann schmeckt es auch. Tja. Minze hacken, Minzmayo fertig. Durchrühren, fertig. Wir sehen uns wieder beim Burger bauen. Die Patties sind nämlich fertig. Fertig. Es ist immer der schönste Moment. Wir sind fertig, Karl.
Sollen wir unsere Burger bauen und dann mal probieren für die Leute da draußen? Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Also, geplant habe ich die leckere, übrigens richtig schöne Wild- und Waldkräuter. Kürbel, Bärlauch, richtig schön. Ne? Die Pesto, die tun wir unten drauf. Dann etwas Salat. Einfach nur fürs Auge. Also, brauchst du Salat? Doch. Zum Burger, tatsächlich? Ja, klar. Okay. Darauf kommen jetzt unsere Patty. Ja. Bin mal so frei. Yeah. Zwiebeln und Tomate. Und zum guten Schluss die leckere Minzmayo. Was ist mit den Kartoffeln an der Rest? Die holen wir jetzt, wollte ich gerade sagen, die Beilagen holen wir jetzt. Machen unser leckeres Erdbeer-Chutney damit dazu und dann sind wir zwei am Probieren. Und ihr kommt zum Fazit wieder dazu. Karl, ich danke dir ganz sakrisch, dass du uns das ermöglicht. Das ist ja wirklich, ich sage jetzt einmal, was Spezielles. Zu einem für mich sehr speziellen Anlass. 10.000 Abos ist schon eine Hausnummer, auf die ich mega stolz bin. Sehr gerne. Ich danke dir fürs Kochen. Und ich bin super gespannt, wie das jetzt schmeckt. Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem Burger, oder? Sollen wir zuerst reinbeißen? Klar. Ja? Ja, klar, Beilagen sind Nebensache, ne? Man muss Prioritäten setzen im Leben. Also, Attacke. Ja. Wahnsinn. Voll geil. Mhm. Schön saftig. Dieses Pesto unten drin passt, glaube ich, super zu Wild. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, so schön frisch. Mhm. Obendrauf die Minzmayo, vielleicht ist auch das Frische. Und der Biber. Ha, Freunde, der Biber, also ich finde ihn mega lecker. Ich kann euch gar nicht sagen, an was mich der erinnert. An was erinnert dich der? Also Mischung finde ich zwischen Rindfleisch und Wild. Also wirklich sehr lecker. Doch. Doch. Also ich finde Burger super. Es ist was komplett anderes, als ich bisher an Burgern habe essen dürfen. Sehr würzig auf alle Fälle. Ja. Sehr lecker. Beilage noch schnell probieren. Machen wir natürlich auch noch. Auf das Chutney bin ich super gespannt. Die haben schon schnabuliert, ich noch nicht. Die haben nämlich abschmecken dürfen. Ja komm, hier. Spargel. Spargel, wie ihr gehört, Pissi-Piss. Schön durch die Zitrone frisch auch. Mhm. Zucker kommt, Salz ist da. No, aber so muss sein. Passt super dazu. Hm? Oh. Mm. Mm. Hey, weißt du was, wo ich mir das auch gut vorstellen kann? Auf dem Burger mit Rindfleisch, ein bisschen grünen Spargel, schön vom Grill. Ja. Geilen Cheddar drüber. Auf jeden Fall. Ja, ist geil. Ja. Ist geil. Freunde, ich hoffe, euch hat das Video heute gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt es uns nicht allzu krumm. Wenn ja, tut es mir leid, aber ich bin einfach auch, wie Karl auch sagt, wenn man was der Natur entnimmt, muss man es verwerten. Es gibt Situationen, da muss man auch so ein Tier schießen, deswegen darf man es. Ich finde es geil, es schmeckt, warum nicht? Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr den Biber nicht bekommt, macht es mit Rind. Der Burger ist allemal geil. Karl, danke, dass du da warst. Sehr gerne, immer wieder gern. Ja, da wird mit Sicherheit noch was folgen. Ja. Und denkt dran, Fragen an der Jäger und unten rein. Junger Jäger, ne? Ich muss immer wieder betonen, wenn ich Jäger früher gehört habe, ist mir immer so ein Opa, graue Haare, Lodenhut, ne? Das ging mir durch den Kopf. Habe ich den kennengelernt, den Grill. Ja, der passt halt so gar nicht in das Klischee Jäger. Also fragt ihn, er schreibt euch unten rein. Coole Nummer. Bis nächste Woche, Mittwoch früh um 6, da sehen wir uns wieder. Mein Team und ich und der Karl, wir sagen Dankeschön, Servus, habe die Ehre. Ciao, macht es gut. Ade, bring ihm auch noch bei. Ciao. Ciao.